Hey Leute, was geht? Georg hier und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Mega-Pack-Opening hier auf unserem Kanal B-Part Gaming. Und ja, auch diese Woche werden wir wieder für euch unsere Weekend-League-Belohnungen von FUT Champions für euch öffnen. Dazu aber gleich mehr. Zuallererst möchten wir uns nochmal recht herzlich bei euch bedanken. Es hat uns wirklich mega gefreut, wie das erste Pack-Opening bei euch angekommen ist. Über 18.000 Aufrufe, über 1.800 Likes, das ist für uns absolut phänomenal. Und es war einfach so schön zu sehen, wie ihr euch auch für uns gefreut habt, wie ihr uns das gegönnt habt, dass wir diese Packs uns erspielt haben und auch größtenteils dort Glück hatten und gute Spieler gezogen haben. Und ja, das war einfach echt schön zu sehen, Leute. Und deswegen machen wir das Ganze natürlich auch wieder diese Woche und hoffen, dass wir was ähnlich Gutes ziehen können wie beim letzten Mal. Und wir, sage ich die ganze Zeit, diesmal werden das konkret sein. Ihr seht ja, ich fange an. Danach wird Malte kommen, dann Tim, dann Mirza und zum Schluss der Benny mit einem ultimativen Team der Woche Set. Der einzige diese Woche, der es von uns geschafft hat. Aber ein paar Premium Team der Woche Sets werden auch mit am Stille sein. Und dann würde ich sagen, mache ich einfach mal den Start, dass wir hier auch nicht zu lange um den heißen Brei herumreden. Und wir schauen nochmal kurz vorher ins Team der Woche rein, denn das ist ein richtig nices diese Woche, Freunde. Wir haben hier natürlich als besten Spieler Gareth Bale am Start, der einfach mal mit einem 91er Rating hier daherkommt. Ist jetzt hier gerade auch noch um die 1,2 Millionen wert. War vorhin bei 1,5, mal sehen, wie viel er dann nachher sein wird. Dann haben wir hier Aubameyang am Start, der natürlich auch für ordentlich was geht und ich denke auch einfach super spielbar ist. Der ist auch schon als normaler Spieler ziemlich OP. Dann haben wir hier noch als 86er Pjanic und Salah haben wir noch am Start. Und auch Firmino ist natürlich auf jeden Fall was wert. Und dann hier Pedro auf der Bank geht auch noch für ein bisschen was. Also das Team der Woche ist auf jeden Fall nice. Da kann man einiges Gutes ziehen und ich mache jetzt einfach mal hier den Start. Checke nochmal, dass auch die Aufnahme läuft, ganz wichtig. Und hol mir jetzt hier meine Belohnung ab. Elite 1 habe ich geschafft dieses Wochenende mit 35,5. Das heißt, dafür gibt es als Preis 125k Münzen, 2 Premium Team der Woche Sets und 2 Jumbo seltene Spieler Sets. Und die werden wir jetzt auch auf jeden Fall mal aufmachen. Und natürlich fangen wir wie immer mit den Jumbo seltene Spieler Sets an, Freunde. Erstes Set, es geht direkt los. Es ist kein Walkout, aber mal schauen, was wir hier am Start haben. Es ist Alonso, ja, 84er, natürlich nicht der beste 84er, den man ziehen kann, aber naja, was soll's, man kann nicht immer Luck haben. Ansonsten Mustafi, Juan Fran, der auch ganz okay ist, Castro haben wir noch am Start, Rose geht auch für ein bisschen was. Insofern ziehen wir das zweite. Ah, es dauert wieder nicht so lange. Aber die Sternschnuppe ist größer, Freunde. Oh, es ist ein Movember-Spieler. Alter, es ist Matuidi Movember. Oh mein Gott, Alter, ein 87er Movember-Spieler. Geil, Mann. Ich weiß gar nicht, für wie viel der geht, aber Jungs, der ist auf jeden Fall 100k plus, würde ich mal vermuten, weil Matuidi so schon echt was kostet. Oh mein Gott, jetzt, ich bin, oder vielleicht ist er auch nicht 100k plus wert. Ich habe echt gerade gar keinen Plan, aber doch, ist, oder? Ja, okay, ich bin, ja, okay, er geht für ein bisschen weniger, aber er ist trotzdem krass, Mann. Und einfach mal ein Movember-Spieler. What the fuck, ey, krass. Junge, mit dem habe ich irgendwie gerade gar nicht mehr gerechnet. Ich war so voll auf das Team der Woche aus. Also er geht für um die 70k. Der Transfermarkt ist doch ein wenig eingebrochen. Aber Junge, 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 ey, ein Movember-Spieler. Das hat mich jetzt voll geflasht gerade. Habt ihr auch an meiner Reaktion gemerkt. Ey, krass, Mann. Krass, krass, krass. Mal sehen, was wir ansonsten noch drin haben. Hermann, Jovetic. Jovetic feiere ich übrigens auch mega. Amrabat, den spielen auch einige gegen mich. Hier, Wanyama, kann ich auch nur empfehlen fürs ZDM. Fand ich auch mega. Und Abate hier am Start, okay, interessant. Und dann noch ein paar Duplikate. Ja, Freunde, also das Pack, Junge, 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 einfach mal Movember, Matuidi, geil, Mann, echt fett. Und dann bin ich jetzt auch bereit, denke ich, hier für das Premium Team der Woche Set Nummer 1, 3 Team der Woche Spieler. So, Freunde. Walkout ist es nicht, aber es ist eine relativ dicke Sternschnuppe. Ah, es ist Forsberg. Okay, 84er immerhin. Aber natürlich nicht das, worauf man hofft. Kalou noch. Ich weiß nicht, wofür, für wie viel Kalou geht. Ja, so um die 25k. Und der Forsberg von Leipzig. Moment, ist das RB Leipzig? Oder Dingsbums? Ja, RB Leipzig. Okay.
auch so 20k. Naja, erstes Team der Woche Set, leider kein richtig wertvoller Spieler dabei, aber es ist halt bei diesen Premium-Team der Woche Sets auch immer ein bisschen schwer und es kommt ja noch das Ultimative von Benny. Insofern, Freunde, letztes, auch das kein Walkout, aber wieder eine relativ dicke Sternschnuppe. Es ist Pjanic, oh mein Gott, nice, immerhin ein 86er, da freue ich mich echt, das ist wirklich gut, Freunde, das ist wirklich gut für so ein Dreier-Set, sage ich mal. Junge, und dann haben wir hier nochmal Lopez gezogen, lol. Alter Vater, sauber, was ist der Wert, das frage ich mich jetzt gerade, Freunde. Alter Vater, der ist einfach nochmal 140k wert, sauber, Mann, ey. Sauber. Ich kann mich nicht beschweren, Freunde. Ich kann mich wieder nicht beschweren. Die EA-Cap, ich bin noch gar nicht drauf eingegangen, die hat wieder Glück gebracht. Kann man nichts sagen, ey. Ich bin mega happy, Jungs. Ich bin wirklich mega happy. Damit mache ich nochmal ordentlich Kohlen jetzt hier. Und da kann ich mich echt nicht beklagen, Freunde. Und ich hoffe, dass die anderen Jungs genauso viel Glück haben. Ich will euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Das waren meine Packs. Und nächste Woche sind wir dann natürlich auch wieder am Start mit meinen Packs und den ganzen anderen Jungs. Und jetzt übergebe ich an den Malte. Malte, ich wünsche dir wirklich von ganzem Herzen, dass du mehr Glück hast als letzte Woche. Also, rock's jetzt. Go, go. Jo, moin Leute. Danke für die Überleitung an Georg. Und ja, ich bin auch am Start. Leider aber nicht mit den besten Neuigkeiten. Ich habe es hier gerade verkackt mit der Aufnahme. Also zum einen seht ihr es vielleicht oder hört es auch am Ton. Ich nehme hier über mein Handy auf, weil ich immer noch auf den fucking PC warte, den wir wahrscheinlich jetzt echt schon vor 2-3 Monaten bestellt haben, womit sich Benny immer wieder rumärgern muss, den da irgendwie zusammenzufummeln und damit klarzukommen. Den haben wir jetzt mehrfach zurückgeschickt, so auch jetzt gerade. Deswegen hier das Improvisierte. Dazu kommt noch, dass mein Elgato nicht ordentlich funktioniert, einen Wackelkontakt hat. Deswegen habe ich hier über die PlayStation direkt aufgenommen. Und da muss man am Ende die Aufnahme dann einmal speichern mit der Viereck-Taste. Ihr kennt es vielleicht. Und ja, ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ich hatte das vorher einmal getestet, auch da alles geklappt. Und dann natürlich dachte ich mir, ach geil, alles hat geklappt, super, hab's irgendwie hinbekommen hier, wenn es auch improvisiert ist, und hab dann vergessen, Speichern zu drücken. Die Aufnahme war also weg. Dementsprechend möchte ich euch zumindest hier kurz zeigen, was ich gezogen habe. Ich habe nämlich Elite 2 gefinisht, das bedeutet 100.000 Coins, ein Premium Team der Woche Set und ein seltenes Spieler Set, also 100k Set ist das ja, glaube ich. Und ja, aus dem 100k Set habe ich nichts gezogen. Also was heißt nichts? Ihr seht, Williams ist hier auch auf dem Transfermarkt, aber es sind alles so Spieler, da aus dem Set hole ich wahrscheinlich irgendwie 30.000, 40.000 Münzen raus, wenn überhaupt, also das ist echt nicht so mega viel. Aber die Informs lassen sich durchaus sehen. Ich habe natürlich auf den Bale oder den Aubameyang gehofft, um ja, mir endlich Ronaldo auch leisten zu können, weil ich bin der Meinung, man hat es jetzt bei, finde ich, bei Benny gesehen, bei Georg gesehen, ich will denen überhaupt nicht deren Skill absprechen. Wie gesagt, gerade bei Tess extrem starke Leistung. Aber so ein Ronaldo macht einfach den Unterschied aus meiner Sicht. Hätte ich mir sehr gern leisten können durch einen Inpombale oder so. Das ist nicht der Fall. Aber Giovinco geht für 60k ungefähr weg. Firmino geht für ungefähr 140.000 Coins weg. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und dementsprechend kann ich mir jetzt zumindest noch Neuer oder Alaba kaufen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Mein Team könnt ihr auf Twitter sonst auch nochmal sehen. Ich kann auch, wenn ich jetzt dran denke, hier einen Screenshot machen und euch das mal kurz einblenden. Werde das einfach upgraden, bleibt dann aber bei dem Team für nächste Woche. Lief soweit eigentlich ganz gut. Ja, vielleicht noch kurz zu der Leistung generell. Mit 32 Siegen war ich prinzipiell nicht unzufrieden. Aber irgendwie habe ich zum Ende, also insbesondere zum Ende, sehr viele Konzentrationsfehler gehabt und hatte noch zwei Spiele zum 34 Siegen, dann immerhin vielleicht wie die Woche davor. Da hatte ich auch 34 Siege. Habe beide verloren. Also das war irgendwie sehr bitter, muss ich sagen. Und da will ich mich diese Woche steigern. Diese Woche, also jetzt in 2 Tagen, und also Samstag und Sonntag, bin ich in Krefeld bei Take TV zusammen mit dem Mirsa. Und da casten wir die Sony Masters. Das ist ein E-Sports-Event, eine neue Event-Reihe in FIFA. Werden wir euch dann nochmal erzählen. Und wenn alles gut geht, weil wir dann nebenher auch genug Zeit haben, können wir dort auch Foot Champions zocken. Und ich habe auch versucht zu organisieren, dass wir es von dort streamen können, Mirsa und ich. Da würden wir uns dann aber nochmal melden, kann ich noch nicht versprechen. Aber deswegen sehen wir uns und hören wir uns vielleicht am Wochenende dann ja schon und ansonsten nächste Woche wieder mit den Packs spätestens und ja, irgendwann auch hier sicherlich mit Streaming. Ich bin in Greifswald bei meiner Freundin größtenteils, habe jetzt hier soweit auch eine richtig geile Leitung. Das erste Mal, dass ich selber so eine fette Leitung besitze mit 200.000. Alles eingerichtet, warte noch auf dem PC sozusagen und dann kann es hier auch streamingtechnisch losgehen. Ja, das soll soweit von meiner Seite gewesen sein. Ich gebe jetzt weiter an Tim und bis dann.
Hallo Freunde und vielen Dank an Malte für das Übergeben an mich. Auch dieses Mal öffne ich wieder die Packs für euch. Wir gehen auch gleich mal da rein. Ich bin Gold 2 geworden mit 21 Siegen, glaube ich. Da schauen wir uns jetzt mal an, was da so drin ist. Seltene Goldset, zwei seltene Megasets und 45.000 Münzen. Viele sagen ja, Gold 3 ist sogar besser, wenn man dann dieses ominöse 100k-Pack bekommt. Aber ich versuche natürlich trotzdem immer weiter im Rang zu steigen. Und bei meinem Pack-Luck, das habt ihr ja letztes Mal mitbekommen, nehme ich die 15.000 Münzen, die da on top dabei sind, gerne mit. Dann habe ich die nämlich schon mal safe. Seltene Goldset. Okay, 12 Objekte gemischt, alles dabei, alle selten. Wünscht mir Glück. Ich mache das jetzt mal auf. Ich traue mich schon gar nicht, aber ich mach's. Gold Allon. Ja, gut. Gute Nation. Ganz gute Liga. Geil. Ah ja, der gute Inaki. Den spielen die Jungs ja ganz gerne bisher, in den ersten Weekend Leagues zumindest. Ich glaube aber, der ist, oh doch, ja, bietet nur irgendwie keiner drauf. Doch, 6,5 geboten, das ist ja gar nicht verkehrt. Ansonsten Verträge, Heilung, beim letzten Mal war das nicht ideal, aber ich gebe den Jungs nochmal eine Chance und lasse das nächste Pack den guten Spinny öffnen. Schwinny, ja, ist ja einer meiner Streaming-Buddies. Eine kleine Spinne. Entscheide dich für ein Bein. Ich öffne es mal. 30 Objekte, 26 Gold, alle selten. Nicht schlecht. Schwinny, gib Gas. Wir gucken zusammen. Da wusste ich schon. Als ich die Position und die Nation gesehen habe, dass das eine gute Mädel ist. Ja, gar kein schlechter Spieler im Übrigen. Der ist richtig gut sogar in FIFA, aber er ist halt nichts wert. Coentrao auch halt nichts. Die Zeiten, wo der was wert war, sind vorbei. Sonst nochmal viele Verträge. Fitness, herrlich. Ah, da ist ja auch der Luca schon wieder. Und Wut macht dann auch nochmal ein Pack auf. Ja, Wut, der ist ja quasi seit Streaming Tag 1 zufällig dabei gewesen und erfreut sich größter Beliebtheit bei mir. Wut gibt alles. Bisher habe ich immer mit der linken Hand die Packs geöffnet. Ich mache jetzt mal die mit der rechten Hand. Vielleicht war das der Fehler. Ne, Wut, Krawatte sitzt, dann mach auf, Freund. Oh, Scheiße, bitte. Bisschen Glück jetzt mal. Kann doch nicht sein. Und go. Und es ist... Alves. Das alte Schlachtpferd. Boah, ich bin echt... desillusioniert. Also irgendwie mal so ein Inform oder so. Wäre ja ganz geil, ne? Aber Inform und Tim, das ist so... wahrscheinlich ziehst du in Inform. Da ist jetzt auch wirklich niemand mehr, den ich mir schönreden kann. Ja, ich wollte gerade sagen, 5 Tricksterne kann ich mir schönreden. Ich kann sie aber gar nicht benutzen. Naja, gut. Aber nicht so wirklich. Gut. Ich habe auch das Gefühl, mich gucken jedes Mal dieselben Leute an und haben irgendwie so ein gehässiges Lachen auf den Lippen. Aber ist wahrscheinlich nur Einbildung, die aus dem Frust heraus entsteht. Alles an den Verein senden. Trikots habe ich jetzt ohne Ende. Und der Peppi Guardiola, nee, nicht der Peppi. Guardiola ist ein Zuschauer von uns, aber der Pep Guardiola. Gut,
Danke fürs Daumen drücken. Nächstes Mal ruhig ein bisschen fester oder auch die Zehen mit benutzen. Und jetzt wird es aber ja mit Sicherheit auf jeden Fall besser, denn ich übergebe an den guten Mirsa. Und der Mirsa öffnet natürlich eine ganz andere Pack-Kategorie und hat ja sowieso das Pack-Lack gepachtet. Und von daher viel Spaß mit Mirsas Packs und bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss, macht's gut. Ja, vielen Dank, Tim, fürs Abgeben und herzlich willkommen auch von mir hier aus dem Mistelbacher B-Part Gaming Studio quasi. Und ich bin heute natürlich auch wieder am Start und habe hier die Weekend League Belohnungen parat. Es ist dieses Mal leider kein ultimatives Team of the Week quasi Inform Set geworden, weil ich nur 34 Siege geschafft habe. Von daher habe ich zwei, werden wir gleich sehen, ich mache mal jetzt hier weiter. Und wir werden gleich sehen, was ich denn so alles hier für Belohnungen bekommen habe. Und zwar, wir sehen, Food Champions Weekend League abgeschlossen. Einmal noch weiter. Es sind 125.000 Münzen, zwei Premium Team der Woche Sets und zwei Jumbo seltene Spieler Sets. Also leider ist es kein ultimatives Team der Woche Set, weil ich zu wenige Siege habe. Ich habe es nicht in die Top 100 geschafft. Sehr, sehr bitter. Und ich habe auch nicht gut gespielt. Aber werde ich wieder versuchen auszubügeln auf jeden Fall. Jetzt kommende Weekend League. Aber ich habe es noch geschafft, 34 Siege hinzubekommen. Das bedeutet, ich bin Elite 1 und das bedeutet zwei Premium-Team der Woche Sets. Immerhin besser als ein Premium-Team der Woche Set. Und ich werde jetzt hier einfach mal starten mit dem ersten Jumbo-seltenen Spieler-Set. Come on, vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück. Ihr wisst ja, das Zauberwort ist wie immer, come on und let's do this, man. Come on. Was ist es? Es ist ein Brasilianer. Es ist, ja, das Coutinho ist gar nicht so übel, aber ich glaube, der ist jetzt nicht mega viel wert, aber so 15 bis 20k, glaube ich, ist er doch noch wert. Also schauen wir mal, was wir noch so gezogen haben. Also Coutinho zumindest mal am Start hier. Dann Rui Patricio, Enyama, Savic, der Rest ist Peanuts hier. Also ich weiß ja nicht, wie viel Coutinho genau wert ist, aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Ich schaue mal ganz kurz, aber ich glaube, so viel ist der leider nicht wert. Ah, Moment hier. Schauen wir mal. Alter, was quatsche ich denn hier eigentlich? 20k? Unglaublich, der ist 60k. Das ist ja richtig geil, Mann. Ich habe mich komplett hier... Ich hätte schwören können, dass der viel billiger ist. Ohne Scheiß. Das ist ja ein super Los hier. Geil, Mann. Also, da bin ich jetzt mehr als nur begeistert, weil ich dachte wirklich, der ist 20k oder so wert. Aber der ist der übelste Kracher. Geile Sache, Mann. Okay, ich bin jetzt doch mehr als nur zufrieden mit dem ersten Pack. Das hat ganz gut funktioniert. Ich nehme alles zurück hier. Gott, wie ich mich hier auskenne mit Liverpool-Spielern. Aber egal, okay. Erst einmal alle in den Verein hinzufügen. Erstes Jumbo seltenes Spielerset war dann doch ganz in Ordnung. 60k für Coutinho ist super. Und wir machen direkt weiter mit dem zweiten Jumbo seltenen Spielerset. Ich hoffe, dass ich da so weitermache wie jetzt. Also, los geht's. Es ist kein Walkout auf jeden Fall. Aber es ist vielleicht ein guter. Nein, Mann. Oh Gott, wenn der... That feeling, Bro. Wenn der beste Spieler in einem Jumbo-seltenen Spielerset Giroud ist. Der beste Spieler. Was ist denn dann, was kommt denn dann noch? Lichtsteiner. Was ein Lichtsteiner wert? Ist der überhaupt was wert? Gar nichts ist der wert. Alter. Alter, das ist überhaupt, das ist das schlechteste Jumbo-seltene Spielerset, was ich je gezogen habe in meinem Leben. Wahnsinn. Das ist traurig. Ich habe Pogba gezogen. Oh, doch nicht. Das ist der falsche Pogba. Williams habe ich gezogen hier. Ja, und somit sind wir auch wieder durch mit den Jumbo-seltenen Spielersets. Und jetzt kommen die Premium-Team-der-Woche-Sets. Und es ist Bale in Form da. Und es ist Aubameyang in Form da. Und es ist Salah in Form da. Ich wäre schon mit ihm, wäre ich schon auch zufrieden. Der hat immerhin 86, glaube ich, jetzt in Form Salah. Wir werden es sehen. Ich bezweifle sehr stark, dass es ein Walkout sein wird, weil aus Erfahrung weiß ich, es kommt immer mindestens, also eigentlich kommt zwei Duplikate eigentlich. Ja, man bekommt immer eine neun und zwei gleiche. Aber wir werden sehen, wie das jetzt hier ablaufen wird. Ich drücke jetzt einfach mal gleich auf X und ich bete einfach, dass das Geburtstagsgeschenk jetzt kommt. Ich hoffe nicht, dass Coutinho das Geburtstagsgeschenk war. Ich hoffe, das Geburtstagsgeschenk kommt jetzt.
Jetzt. Come on. Bitte. Es ist kein Walkout. Es ist kein Walkout. Es ist Kalu. Es ist Kalu. 84. Was habe ich denn noch so gezogen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Knappe 35.000 ist der Wert. 35.000. Ach, Leute. Das ist very sad. Und ich kann euch sagen, ich bekomme in den nächsten, im nächsten Pack wahrscheinlich wieder hier die zwei Spieler einfach mal so als Duplikate hergeschenkt. Ja, super. Lief ja alles wie geschmiert jetzt hier. So, mir bleibt ein Premium-Team der Woche-Set noch. Wir quatschen nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Wir machen einfach, und zwar machen wir, bitte, bitte Walkout, bitte, bitte Gott, bitte Geschenk, bitte Geschenk, bitte Geschenk. Wir machen es. Come on. Jetzt. Das ist doch ein Scherz, Mann. Das ist doch ein Scherz, Mann. Ach komm schon, Mann. Ach komm schon, Mann. Come on, ey. Come on! Das ist doch Kacke, Mann! Ach, scheiße, Mann. Also ich bin jetzt mehr als nur enttäuscht. Übelster Abstoß in Form hier. Mann, das ist very sad. Das tut wirklich weh. Also, ja. Mehr können wir da nicht dazu sagen. Ich kann ja auch nicht erwarten, dass jetzt hier ein Walkout kommt, wenn ich kein ultimatives Team der Woche-Set habe. Aber das war schon sehr, sehr kacke. Naja, was soll man machen? Ich kann euch eins versprechen. Und das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Dass der Benny jetzt deutlich besser ziehen wird als ich. Denn er hat nämlich vier. Ich spoiler nicht. Ich spoiler lieber nicht, weil sonst bringt mich der Benny um. Was genau er vier hat, das seht ihr jetzt. Ja, vielen Dank an Mirza für die geile Überleitung. Und ich liefere jetzt hier das hoffentlich wirklich große Finale. Ihr seht es, ich bin Platz 15 in der Welt geworden. Und dafür gibt es natürlich geile Belohnungen. 150.000 Münzen, das ist schon mal nice. 400k-Sets, das ist bei mir nicht so nice, aber das werden wir uns gleich mal anschauen. Und das ultimative Team der Woche-Set, 11 Informs. So, da rappelt schon mal direkt da oben schnell in die Münzen nach oben. Und ich will das diesmal gar nicht so lange in die Länge ziehen. Genau, wahrscheinlich. Alles klar. So, wir fangen an mit den 100k-Sets. Oh, das sieht schon mal mega aus. Also Platz 15 ist es geworden, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe 39-1 gespielt, die Zusammenfassung, die gab es auf unserem YouTube-Kanal. Und Platz 15 in der Welt, das ist doch mal eine Leistung. Wir machen das erste 100k-Set auf und wir ziehen Martinez. Ich nehme es als gutes Zeichen. Warum? Weil das auch ein Spieler war, den ich das letzte Mal gezogen habe. Und da habe ich dann mit Sanchez, ich weiß nicht mehr, wie ich gezogen habe, effektiv. Aber ich habe ziemlich geil aus dem Team der Woche-Set gezogen. Also hier, Martinez, Ter Stegen, Gamero. Packe ich die alle in den Verein? Ja. Aber ich gucke erstmal durch. Ich bin echt aufgeregt. Ohne Scheiß, ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich einfach. Okay, das Set war jetzt nicht der Mega-Hammer. Ich packe sie mal alle in den Verein. Und wir machen das nächste. Oh, da hinten sieht man schon. Oh Gott, die 11 Informs. Ey, ich bin übelst aufgeregt. Ohne Scheiß. Aber erstmal kommen wir zu dem nächsten 100k-Set. Oh, ich hab Walkout! Scheiße, ich darf nicht so laut sein. Nein! Fuck! Scheiße, Mann! Nein! Oh
mein fucking Gott! Ich komme nicht drauf klar. Fuck! Pogba! Ich hab Pogba gezogen! Ich dachte eben gerade, als Frankreich kam, der so, oh scheiße, Lloris gezogen oder irgendwie sowas. Der ist nicht so viel wert. Und dann steht da ZM und ich so, hä, wer ist ein ZM Walkout bei Frankreich? Und dann kommt Alter. Ey, unabhängig von dem Hund, von dem Elf Inform-Set. Das ist krass, das ist der Hammer. Ich sehe den ja auch hier nicht, weil ich ihn schon habe. Aber der ist trotzdem halt 500k wert oder sowas. Wahrscheinlich ist er jetzt vielleicht sogar ein bisschen weniger wert. Oh, scheiße. Alter. Okay, im Rest haben wir mal wieder Martinez. Das ist der treue Begleiter. Wir haben uns vorgenommen, das diesmal ein bisschen schneller zu machen. Aber wenn ich Pogba ziehe, kann ich nicht schnell machen. Ich raff das gerade gar nicht. Und ich muss noch weitermachen. Das muss hier weitergehen. Scheiße, Alter. Ich pack die ihm auch wieder alle in den Verein. Den nicht. Den habe ich nämlich schon. Und die anderen auch. So, Pogba gezogen. Das war's dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch. Nein, wir haben noch 200k-Sets plus das ultimative Team der Woche-Set. Ich hatte eben gerade gar nicht gerafft, dass ich einen Walkout bekomme. Diesmal habe ich jetzt, glaube ich, keinen. Das ist aber echt auch eine bitterböse Enttäuschung. Garay als bester Spieler. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe Pogba gezogen. Das Packlack ist da. Es ist da. Okay, also jetzt in dem Set nicht, aber ich ist mir alles egal, ich hab Pogba gezogen. Fuck, ich komme da nicht drauf klar, sorry, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich muss ja weitermachen, 100 das nächste, das vierte 100k-Set, kein Walkout, krieg Hohewerk. Den habe ich auch schon im Verein. Manchmal könnte noch was dahinter stecken. Da könnte noch was dahinter sein. Ey, ich erzähle das gleich den Jungs. Die rasten aus. Vor Freude hoffentlich. Jo, also die anderen. Ah, Renato Sanchez, aber ich glaube, der ist auch nicht mehr allzu viel wert. Boah, wie viele Duplikate jetzt schon wieder hier am Start sind. Ja, krass. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin jetzt schon einfach überglücklich. Und jetzt kommen wir zu dem ultimativen Team der Woche Set mit den 11 Informs. Aubameyang, also ich muss noch mal eins kurz sagen, ich will es nicht so lange in die Länge ziehen. Aber das letzte Mal war ich wirklich angespannt. Ich war wirklich angespannt, weil ich unbedingt was rausholen musste. Aber jetzt habe ich schon ein so geiles Team. Ich habe eben gerade Pogba gezogen, aber auch unabhängig von Pogba wäre ich jetzt schon deutlich entspannter gewesen. Trotzdem, ich will Aubameyang, ich will Gareth Bale Inform. Bitte, einer von den beiden, es wäre der absolute Hammer. Das ist kein Walkout? Salah ist der Beste. Okay. Kein Walkout bei Salah mit 86, okay. Schade. Schade, schade. Aber darüber beschwere ich mich jetzt nicht. Weil ich habe gerade Pogba im 100k-Set gezogen. So, Salah, Icardi, Pedro, Jivinko, Forsberg, Kalou, Budubus, Lopez, Terode, Vogt und Roncaglia. Ah ja. Das ist mein Team der Woche Set. Das ist diesmal eher schlecht. Salah weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie viel der wert ist oder wie viel er kostet. Aber er wird auch nicht viel wert sein. 200.000? 160.000? Das ist gut. Das ist nicht wenig. Pedro hatte sogar schon nachgeschaut. Ich war überrascht oder ich war verblüfft, wie günstig er ist. 50.000, 60.000 oder sowas habe ich gesehen. Ja, also das Team der Woche Set, das war diesmal irgendwie ein kleiner Reinfall. Aber mit Pogba als im 100k-Set der Hammer. Und ich hole natürlich bei denen auch ein bisschen was raus. Also ich bin nicht unzufrieden, auch wenn das Set jetzt nicht der mega Knaller war mit Aubameyang oder mit Bale. Das ist schon schade. Das ist schon sehr, sehr schade. Aber mit Pogba, das ist krass.
Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, die anderen Jungs, die haben auch was Ordentliches gezogen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch gar nicht. Aber wenn es euch gefallen hat, wenn euch das Ganze vom Format her gefällt und ihr es weitersehen wollt, dann lasst uns einen Daumen hoch da und dann machen wir das auch nächste Woche wieder. Und tja, das soll es für heute gewesen sein. Ich verabschiede mich und ich wünsche euch viel Glück bei den Belohnungen und auch viel Erfolg bei der Weekend League. Das soll es von meiner und auch von unserer Seite gewesen sein. Haltet euren Kasten sauber. Euer Tess und euer Beepart Gaming Team, sage ich jetzt mal einfach am Ende. Ciao. Am Ende kommen wir jetzt noch zu den beiden Varianten, mit denen ihr den Ball auf eine richtig beeindruckende Art und Weise im Tor unterbringen könnt. Bei der ersten Variante wird der Ball hoch und hart ins